Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch meine aufgebrauchten Produkte. Hier wird es wieder auf Yay and Nay aufgeteilt. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt und das erste, was ich euch zeigen möchte, ist meine Balea Body Lotion Glückshauch. Ja, so sieht die aus. Die ist jetzt mittlerweile leer. Und sie ist für den Preis, also ich glaube, die kostet nur 1 Euro oder so. Für den Preis ist sie wirklich in Ordnung. Aber sie zieht sehr, sehr langsam ein, was ich persönlich nicht so gerne mag, weil ich immer mich direkt danach anziehe und so. Und deswegen ist sie für den Preis in Ordnung, aber ist jetzt nicht mein Favorit. Deswegen kommt das eher zu Nay. Volumen Haarspray. So sieht das aus. Das ist die kleine Verpackung. Die benutze ich nämlich eigentlich nur, um so ein paar Härchen wie diese wegzustreichen, zum Beispiel hier vorne am Ansatz und so. Oder auch meine Augenbrauen fixe ich damit, damit die oben bleiben. Und ich, ehrlich gesagt, finde ich das wirklich richtig gut. Und deswegen kommt das zu Yay. Manhattan Wake Up Concealer. So sieht der aus, kann man das erkennen? Fokussiert mal wieder nicht, aber ihr kennt den bestimmt alle. Und ehrlich gesagt finde ich den ganz okay. Früher habe ich den gehypt, aber ich benutze immer diesen hier, den Camouflage Essen Concealer Tattoo in Waterproof. Der deckt wirklich meine blauen Augenringe ab, wie ihr sehen könnt. Deswegen finde ich den für den Preis, der kostet glaube ich 2 Euro irgendwas oder so, finde ich das schon ziemlich schlecht, eher gesagt. Deswegen kommt der für mich zu Nay. Dann das nächste ist eine Wimperntusche von Revive Young. Also von Revive the Loop. Volume Wonder Mascara, so sieht die aus. Habe ich für sehr, sehr schlecht empfunden. Die ist nicht wasserfest, weil ich keine wasserfeste Wimperntusche mag an mir persönlich. Weil ich es hasse, mich abzuschminken und dann hängt da immer noch Scheiße dran. Ja, deswegen kommt sie leider zu Nay. Tatsächlich. Ja. Fliegende Reinigungstücher 3 in 1 für trockene und sensible Haut. Ich liebe diese Abschminktücher. Ich hatte früher immer welche von BB und oh mein Gott, Leute. Meine Haut, die war furchtbar danach. Ich musste so krass an meinem Gesicht reiben, damit die Schminke abkam. Und dann wurde sie rot und es hat gebrannt und es war überhaupt nicht geil. Und dann habe ich diese gefunden, die ist auch echt günstig. Ich glaube, die kostet nur 95 Cent, glaube ich. Und die ist wirklich gut. Danach habt ihr eine super schöne, weiche Haut. Und ich kann die euch wirklich empfehlen, Leute, für die, die trockene und sensible Haut haben, so wie ich. Und ja, die kommt natürlich zu Yay. Rexona Spray, also so eine Spraydose. Ich habe mich mal gewagt in eine Spraydose. Eigentlich benutze ich nur ein Deo Roller von Rexona, also genau dieser selben Marke. Ich habe den paar Mal, ich glaube, ich habe die 5 Mal benutzt und die Dose ist leer. Ja. Und die Dose ist nicht gerade billig. Also, ne? Leute, also ist ganz okay. Im Vergleich zu dem Roller ist das nicht gut, aber ach Leute, was rede ich hier eigentlich? Das Ding ist einfach so oder so nicht gut. Wenn ihr euch 5 Mal damit eindieselt und es dann schon leer ist und es kostet so
Spiel. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, das kostete 1 irgendwas. Finde ich das schon ziemlich schlecht. Also kommt das zu? Nee. Fresh and Fit Awake Make-up. Healthy Glow. Ich glaube, die kennen die meisten. Die habe ich, wie ihr seht, ist die ziemlich dunkel. Im Sommer bin ich ein bisschen dunkler. Bin ich zwar trotzdem hell, aber ein bisschen dunkler als jetzt, wie ihr seht. Ist überhaupt nicht mal meine Farbe. Aber an sich finde ich die richtig gut. Also, es kommt halt immer drauf an, wie du deine Haut pflegst, ne? Wenn ich meine Haut tagelang schön gepflegt habe, gepeelt habe, dann ist sie richtig gut. Wenn ich meine Tage habe, zum Beispiel so Heizungsluft, wo die Haut komplett austrocknet, da kann ich die echt nicht nutzen. Wirklich nicht. Und deswegen ist das so eine kritische Geschichte, würde ich sagen. Also sie ist gut, wenn man seine Haut schön pflegt und keine trockene Haut hat. Aber wenn du trockene Haut hast, würde ich die nicht nehmen, ehrlich gesagt. Weil die auch danach sehr, sehr trocken auf der Haut wird. Da kannst du den Puder direkt vergessen eigentlich. Deswegen kommt das für mich zu Nay, weil ich habe leider mehr trockene Haut als alles andere. Deswegen leider zu Nay. Nagelhärter. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. So sieht er aus. Und ich liebe den. Der ist übelst mega. Seht ihr meine langen Nägel? Ja, ich glaube, ihr könnt meine langen Nägel sehen, ne? Und das ist nur durch diesen Nagelhärter entstanden. Oh mein Gott, einfach. Ich muss mir den auf jeden Fall nachkaufen. Ich habe zwar schon überall danach gesucht, damit ich den wiederfinde, aber ich habe den nirgendwo mehr gefunden. Und ich war der Meinung, ich habe den bei DM geholt, aber ich finde den nicht mehr wieder. Und ich muss den unbedingt nachholen, weil meine Nägel so schön lang geworden sind und es ist nur durch diesen passiert. Ach, Leute, ich kann den euch wirklich empfehlen. Falls ihr rissige Nägel habt, dann holt ihn euch. Der ist auch wirklich nicht teuer. Ich meine so 1 oder 2 Euro. Für den Preis ist er richtig gut und er ist auch ziemlich ergiebig, finde ich. Oh Leute, ich kann nur schwärmen von denen, also wirklich. Kauft den euch. Kauft den euch. Also, yay. Babypuder. Ja, ich habe kein Baby, aber Babypuder ist einfach wie Kokosöl fast. Wenn ihr irgendwo trockene Stellen habt, also wunde Stellen, nicht trockene Stellen, wenn ihr wunde Stellen habt zum Beispiel, könnt ihr das drauf machen und dann lindert der Schmerz. Oder auch also ich nutze ihn ja jetzt mehr so, wenn ich so fettige Haare habe, dann nutze ich den dann. Boah, Leute, eure Haare sehen aus, als würden sie frisch gewaschen sein. Und ihr habt Volumen ohne Ende. Also, der ist auch richtig gut. Also, weg hier von diesem trockenen Shampoo-Scheiße, nimm den hier einfach. Und ich nutze den halt auch zum Gesichts-, hier unter den Augen zu fixen, meinen Concealer. Und der ist ziemlich gut. Also kann ich den euch auch wirklich empfehlen. Einfach mal Babypuder benutzen anstatt normales Puder. Ja, was für Babys gut ist, kann für einen erwachsenen Menschen auch nicht schlecht sein. Ne? Also zu yay. Was ich euch zeigen möchte, ist meine Balea Vital Plus Tagescreme. So sieht die aus. Ja, hier gibt es auch wieder so zwei Varianten. Denn irgendwie finde ich sie gut, weil sie mega viel Feuchtigkeit spendet. Auf der anderen Seite ist das mit zu viel Pflege. Wisst ihr, wie ich meine? Weil
Ja, wie soll ich das erklären? Eigentlich ist es eine ganz leichte Geschichte, euch das zu erklären. Denn wenn man die Creme nach der Reinigung aufs Gesicht schmiert, habt ihr so einen krassen Fettfilm auf dem Gesicht. Manche mögen das. Am Anfang habe ich es auch gemocht, weil ich mein Gesicht so scheiße schön gefühlt habe, weil sie so schön weich war. Aber am nächsten Tag hattet ihr immer noch die Creme. Also den Fettfilm auf dem Gesicht drauf, was ich persönlich nicht so gerne mag, weil wenn ich mich schminken will und da noch ein Fettfilm auf mein Gesicht ist und ich mit Make-up drüber gehe, dann sieht das richtig verschmiert aus und Leute. Also nein, also fürs Leute, was soll ich euch sagen, ne? Also, die pflegt intensiv. Also, jeder, der das mag, wie gesagt, go for it. Für mich ist es ein bisschen zu viel. Es ist kritisch mit der Creme. Ich mag es zur anderen Seite. Zur anderen Seite mag ich es aber auch nicht. Ist kritisch. Aber, ja. Ich weiß nicht, ob man die jetzt zu Yay oder Nay hinpacken soll. Was sagt ihr? Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Ich kann mich auf jeden Fall nicht entscheiden gerade. Ja, naja, wie auch immer. Ich pack die jetzt einfach mal in die Mitte. Macht ja nichts. Ja, und das war es dann auch schon mit meinen Produkten, die ich aufgebraucht habe. So wie man es jetzt hier gerade sieht. Ihr seht das gerade nicht, aber so wie ich es hier gerade sehe, ist zumindest von den Produkten her irgendwie Gleichstand. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, welche Produkte ihr davon verwendet und welche ihr zu Yay oder Nay aufteilt. Das würde mich mal sehr interessieren. Oder auch zum Beispiel, ob ihr Team trockene Haut oder Team nicht trockene Haut seid. Das würde mich auch mal sehr interessieren. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier findet ihr nochmal schnell meine Instagram und wie sie nicht alle heißen. Und ja, ich würde sagen, bis ganz bald. Danke fürs Zuschauen und tschüssi.